Okay, hallo und herzlich willkommen zum dritten Let's Play Outlast. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich es geschafft habe, bis hierher zu kommen. Ich habe mich sehr oft erschrocken auch schon. Es waren jetzt bisher zwei Ereignisse oder zwei bedeutende Ereignisse. Wir wurden verschleppt, hierher gebracht und wissen jetzt gar nicht mehr, wo wir sind oder was wir hier eigentlich tun. Ja, wir wurden auch gespritzt, wie scheint, und wollen keine Zeit verlieren. Und machen gleich weiter. Ja. Der schaut doch ganz normal aus. Der scheint mir nicht ganz normal gewesen zu sein. Hm. Rest in peace. Wollen wir ihm aufmachen? Hä? Wollen wir ihn aufmachen? Machen wir ihn doch mal auf. Nee, sicher nicht. Ich bin noch nicht lebensmüde. Oh Gott. Ja. Hat er gesagt, aber wenn die Katze aus dem Haus ist. Ja. Will ich nicht sehen. Tür zu. Who's this? Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. You look like you see the ghost. Okay, was für eine, ich meine. Licht ist auf der Tür. So eine Zelle ohne Licht. Wow. Das sind Stimmen, sie sind mir gefolgt, kein Schlafen mehr, okay. Was nun? Ich meine. Ich weiß wirklich nicht, wohin. Also, oder haben die jetzt aufgemacht? Von dort aus. Ah, interessante Idee. Ne, geht ja nicht. Die Frage ist, wie komme ich weiter? Naja, schwer. Weiß man nicht. Der steht wahrscheinlich schon die ganze Zeit so da. Und hier haben sie wahrscheinlich ihre Experimente ausgeführt und danach. Ah. Ich bin ein Pervers. You're sick. Warum bin ich jetzt krank? Ich meine, ich hab gar nichts gemacht. Hey! Oh. Hey, you! Oh, I. Das sieht ziemlich normal aus. Okay, anscheinend ist es nicht. Der ist auch nicht mehr normal. Wie komme ich jetzt weiter? Ich meine. Hua. Da bin ich. Komm. Komm ja auch nicht. Okay. Irgendetwas, wahrscheinlich kann ich jetzt die Tür öffnen, oder wie? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Batterie. Ein bisschen Batterie sparen, wir haben jetzt schon so viel aufgebraucht.
Und ganz ehrlich, noch mehr will ich gar nicht aufbrauchen. Tja. Ich sehe es vor mir. Wir werden uns noch ganz viel in diesem Spiel erschrecken. But always, right, away, follow the blood. Okay, follow. Oh nein, ich dachte jetzt schon. So sieht also eine Irrenanstalt aus, die von Zombies überflutet wurde. Ist das nicht der Wahnsinn? Hm? Will nicht aufgehen? Okay. Wir probieren es nochmal. Später. Können Sie mir helfen? Nein. Okay. Dann nicht. Batterie 8. Noch Batterie 8. Ich muss mir vorstellen, so in der Lage zu sein, ja. Das muss schon frustrierend sein. Nehme ich mal an. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt da runter, also das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Jetzt sind wir nämlich wieder im anderen Zellblock, wo wir nicht reinkamen. Kannst du den Verfolger abbremsen, okay. Das heißt, da hinter der Tür? Nein? Okay, doch nicht. Aber die Frage ist ja auch, wer macht das Ganze? Also ich meine, es kann doch nicht einfach so Zombie-Zeug ausbrechen. Ich meine, mit sowas müssen die doch rechnen oder sie müssen doch wissen, was sie tun. Das wird wahrscheinlich wieder einer sein, der mich verfolgen wird. Guten Tag. Verkaufen Sie auch Brötchen? Oder sind die schon ausverkauft? Ein sehr interessanter Bildschirm ist irgendwie verbuggt. Ah, Batterie. Sehr gut. Kann man immer brauchen. Die Frage ist, was macht der? Gott sei Dank, er soll mich nicht verfolgen. Ganz ruhig. Ja, ich bleibe still. Bleib schon still. Ich will diese Tür nicht öffnen, aber ich werde sie öffnen. Okay. Da ist wieder ein Verfolger. Der will nicht hauen, der will nicht schlagen, ne? Der will nicht schlagen. Das machst du nicht. Weg. Nein! Nein! Oh. Da hat er mir auf den Deckel kaum. Das tut weh. Das tut sehr weh. Ah, wir sind wieder im Raum. Diesmal ohne Verfolger. Das war doch ganz gut, dass wir den. Und wir haben eine volle Batterie. Ich meine, hallo? Lassen wir uns öfter sterben. Gut, das haben wir ja schon gedrückt, ne? Ist das der Switcher von dem Licht zu dem Licht oder was? Ich verstehe das jetzt nicht. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind deine Freunde. Wir sind deine Freunde. Okay, wo weiter? Wohin? Hilfe! Hilfe! Komm, lass mich durch. Genau, das ist gut. Ich weiß nicht, was die hier immer reinsprühen, aber... Okay. Immer schön aufnehmen. Alles auf Band. Habe ich für 18 Minuten. Paragons of patience. Job-like in the suppression of desires. But now... Now we indulge. Yes. His tongue. Mine. Kann man das jetzt aufmachen oder kann man das nicht aufmachen? Nein, kann man nicht. Das kann man auch nicht aufmachen. Was soll ich Leertaste? Aha.
Wir sind natürlich hier like a James Bond, weil es auch irgendwie immer klappen würde, wenn man das versuchen wird. Also, so ein Risiko. Jetzt sind die Typen weg. Natürlich, die Karte für die Duschen. Okay. Da gucken wir mal, wie es uns oder wo es uns weiterhin führen wird. Das ist für die Shower Rooms, für die Duschen. Okay. Ich komme durch die Duschen. Alles klar. Das ist hier ganz simpel an, oder? My God. I detect sarcasm. What was my intention? He thinks we're assholes. What war jetzt das? Stupid. Ganz ehrlich, ihr habt's gesehen. Was zur Hölle? Was war das jetzt? Ich meine, ich bin nur wieder hochgegangen durch so ein. Der war das. Upsala. Unvorteilhafterweise jetzt in jeden Fall. War da hinten? Also, ja. Das war doch nicht so gut. Zu. Ich hab das so das grobe Gefühl, dass wir hier lang müssen. Folterraum mit attraktiven Stuhl. Nein. Okay. Das ist dann doch nichts. Okay. Mhm. Alles auf Video. Das ist ja mal hart. Naja, nichtsdestotrotz haben wir unsere Zeit aufgebraucht, also das ist so gesehen dann das Ende für dieses schöne Let's Play. Hier bin ich doch gerade hergekommen, oder? Jetzt will ich hier wieder. So. Für das ach so schöne Let's Play. Ich laufe jetzt hier noch durch und schau mal, was mich so erwarten wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass wieder hier irgendwie einer mich überrascht oder mich einer spritzt oder was weiß ich. Und drück mal wieder den Knopf. Ah, okay. Also unser Let's Play zieht sich immer ein wenig. Besonders. Ach. So was aber auch.